Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Cheeky Boink. Erfolg und Ranglos spielen wir uns durch die Rocket League. 8 von 10 Spielen haben wir geschafft. Hallo Pet, du bist auch da. Sehr gut. Ja, mal gucken, ob die. Ja, oder ob wir der Linie treu bleiben können. Der. Ach, aber immerhin ist das Auto hübsch. Oder? So in Rot. Sehr schnittig. Da fehlen einem die Worte. So, was ist das hier? NBA-Flaggen demnächst. 30 Teams, ein Traum. Mhm. Gut, gut. So, der Camper, der Loctix und der Jago. Wir spielen mit dem Camper, das ist gut. Jedes Team braucht einen Camper. Immer. So, geht's hier weiter oder nicht? Ich glaube nicht. Interessant, dass wir jetzt für jede Liga bzw. für jeden Modus eine Liga freischalten und erstmal 10 Spiele machen müssen. Das ist ziemlich viel. So, wen haben wir denn da? Den Camper auf der anderen Seite. Ich spiele mit jemandem, der Umlaute im Namen hat. Und der Camper ist anscheinend ein Mädchen, eine Camperine. Oh, grandios. Ja, wie nennen wir denn unser Teammate mal? Wir können ihn Ö nennen oder Ä. Oder Ä-Ö. Ich bin mir noch nicht sicher. Auf die Kommentare im Chat gehe ich mal nicht näher ein, weil das totaler Quatsch ist. Ne, wie wir das jetzt sehen hier. Den Gefallen tun wir immer nicht. Der überhaupt nichts gemacht, steht vorm Tor. Der könnte reingehen. Da ist er drin. Fahren sie alle dran vorbei. Das ist Pro Gaming. Ist das ein normales Phänomen in der. Ja, je älter ein Spiel wird, umso schlechter die Community? Oder umso. Wie soll man es nennen? Kindischer? Alberner. Er ist ja nicht Free-to-Play, obwohl wir haben ja ein Free-to-Play-Weekend.
Na. Da ist der Mann mit den Umlauten aber auch vorbeigefahren, ne? Und da ist er drin. Mich würde dieser Einfluss auf die Community wirklich mal interessieren. Weil am Anfang haben wir wirklich sehr erwachsene Spiele gesehen. Und jetzt so gutes halbes Jahr später hat sich das doch sehr verändert. Sehr kurios. Ich glaube, da müssen wir einfach mit leben. Ist ja okay. Man kann es ja auch ignorieren. Oh, da komme ich nicht mehr dran. So schnell kann ich einfach nicht rückwärts fahren. How shit can you be ist natürlich exzellentes Englisch. Vollkommen korrekt ausgedrückt. Wie scheiße kannst du sein? How shit can you be? Da kriege ich direkt Gänsehaut, wenn ich sowas lese. Schubs den mal. Einfach nur aus Frust schubs ich den mal weg. Machen wir mal einen Knutschi-Smiley. Oh ne. Warte. So. So, so. So. Wobei ich glaube, dieser Ausdruck war dann wieder grammatikalisch korrekt. Sehr lustig. Und ich glaube, eine Runde müssen wir noch. Schauen wir mal.
Super Ergebnis, 8 zu 3. So, eins müssen wir noch. Das suchen wir uns mal eben schnell. Ups. Sehr lustig. Ich glaube, das müssen wir zensieren nachher den Chat. So, wen haben wir hier? Den Anis, den Mandy und bei mir ist der gute Mandy. Auf der anderen Seite der Kämpfer, den kennen wir schon. Müssen wir mal ein bisschen ernst machen hier. Kann ja nicht wahr sein. Da haben wir es. 1 zu 0. Ein Traumtor. Was schreibt uns der Firefox? Und ein Tor von Mandy. 2 zu 0. Quasi zur Qualifikation im letzten Spiel dann doch ein Sieg. Wieder drin. 3 zu 0. Bei recht passiven Gegnern. Der Camperine und dem Anis. Oder Angies. Oder Any Ones. Wie auch immer. Anyone's. Ein guter Schuss. Mit dem Krönchen auf dem Auto. Schlecht gemacht von der Camperine. Übers ganze Feld. Und der ist drin. Vom Tor abgedrängt. Mandy. Und. Jawoll. 108 Karma. Immer schnell. Gerade den Turbo gezündet. Und drin, aber knapp. Aufpassen.
Die Führung nicht wieder abgeben. Das kennen wir nun leider. Das hatten wir viel zu oft. Oh Mann. Ja, der war wirklich gut. Auch einfach nur reingelupft, ne? Und Mandy versucht ihn da noch zu kriegen. Naja. Ganz gefährliche Bälle. Ganz spannend gerade. Natürlich einfach so für den Gegner den Ball nach vorne zu spielen, aber oh. Ausgleich. Letzten anderthalb Minuten. Wollen eigentlich nicht in die Verlängerung gehen. Mandy fliegt daneben. Nach vorne damit. Wo ist Mandy? Sehr gut. Oh. Zehn Sekunden noch. Und dann geht's wohl doch in die Verlängerung. Ja, sieht ganz so aus. Na gut. Nach vorne. Ah, was für ein Rumgeschubser. Und da ist er nicht drin, ist er. Nein. Hm. Was für ein Fluch. Weg. Befreiungsschlag Nummer 10. Der geht einfach nicht weg hier. Und da hat der Camper den noch abgefangen. Mein Gott.
letzte Match vor der Entscheidung, in welche Liga wir kommen. Und gleichzeitig auch das längste Match. Da traut sich hier keiner was zu machen. Hauptsache weg damit. Mandy. Mandy. Und der könnte drin sein. Kemper verfehlt, der ist drin. 5 zu 4 in der Nachspielzeit. Abgeschlossen mit einem Sieg, geil. Freut mich. Das gibt ein GG. Und ein doppeltes Well Played. Aufstieg. Wo sind wir gelandet? Herausforderer 1. Okay, das gibt Klasse 5 von 15. Mein Gott, sind wir schlecht. Gut, damit kehren wir zurück zum Hauptmenü. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen nach oben da. Und wir sehen uns in der nächsten Folge in der Herausforderer 1 Liga. 5 von 15, oh mein Gott, das wird noch spannend. Ich wünsche euch eine gute Nacht, einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal. Tschüss.